Ja, geschätzte Gäste, ich muss Sie bereits wieder unterbrechen. Wir fahren fort in unserem Programm und ich heiße ganz herzlich auf die Bühne unsere vier Referenten und den Moderator Dr. Matthias Stürmer, Geschäftsführer Paldigi und Leiter der Forschungsstelle für digitale Nachhaltigkeit an der Uni Bern. Matthias, ich gebe dir gerne das Wort und du stellst gleich auch die übrigen Teilnehmer des Podiums, die ich noch nicht vorgestellt habe, dann gleich selber vor. Bitte sehr. Vielen Dank, Franz. Und dann darf ich, wie gesagt, bitten, kommt doch mal alle auf die Bühne, also nicht alle, einfach die da auf die Bühne müssen. So, jetzt schaffen wir das auf dieser etwas wackeligen Bühne. Genau, die Technik kommt auch noch. Also ich darf Sie ganz herzlich begrüßen auf diesem Podium. Ich stelle noch ganz kurz jetzt die zwei Neuen vor, die heute noch abends noch nicht geredet haben. Das ist einerseits Markus Christen von der Uni Zürich. Er hat an der Uni Bern studiert, hat er mir gerade erzählt. Und das ist auch schön, oder, dass wir noch einen Berner haben. Ein bisschen jetzt halt in Zürich, aber von dem her nicht so schlimm. Du hast Physik, Philosophie und Mathematik und Biologie studiert und dann eben auch Neuere Informatik an der ETH Zürich promoviert. Du warst im Ausland, in Notre Dame und jetzt eben seit etwa 4 Jahren zurück an der Uni Zürich. Du leitest dort dieses Zentrum für Digital Society Initiative und beschäftigst dich eben sehr stark mit den ethischen Fragen. Und das ist auch der Grund, wieso du heute da bist. Und dann haben wir Daniel Graf. Er ist Game Changer. Er verändert das Spiel sozusagen. Hoffentlich nicht die Spielregeln, oder vielleicht auch ein bisschen. Du bist Kampagnen, wir haben uns kennengelernt, du noch bei Amnesty International Kampagnen, also Kommunikationsleiter warst. Und warst nachher verschiedenen anderen Orten, bis jetzt eben selbstständiger, crossmedialer Kampagnenleiter. Führst entsprechend auch spannende Initiativen ins Feld, WeCollect, wir reden nachher noch darüber, und bist auch noch Dozent an der ZHAW und an verschiedenen anderen Hochschulen. Das ist sehr spannend, jetzt quasi dann noch ein Praktiker, der die verschiedenen Netztools dann wirklich auch in der Praxis umsetzt, da noch im Gespräch zu haben. Von dem her versuchen wir jetzt diese spannende Runde etwas zu starten. Wir werden einige Fragen versuchen zu diskutieren, jetzt in dieser kleinen Runde, aber ich möchte dann auch gleich das Podium in dem Sinn öffnen, damit Sie Ihre Themen, Ihre Voten, Ihre Fragen, Ihre Anregungen einbringen können. Gut, wir haben gehört in dem ersten Teil verschiedene Statements, die mich stutzig gemacht haben, aber eigentlich ja nichts Neues sind. Adrian hat gesagt, wer Lärm macht, profitiert. Und da vielleicht mal als erstes die Frage an Daniel Graf. Ist es auch deine Technik, dass du deinen Leuten in dem Sinn rätst, möglichst viel Lärm zu machen? Oder wie kreierst du Aufmerksamkeit in dieser digitalen, informationsüberfluteten Welt? Eine schwierige Anfangsfrage. Ich denke, grundsätzlich braucht es Lärm. Und zwar, weil wir einfach automatisch dorthin hören, wo etwas passiert. Und meistens ist das etwas, das aus dem Alltagsrauschen emporsticht. Und ich denke, das ist ein ganz normales Prinzip. In einem zweiten Schritt hat man dann nämlich die Chance, Informationen weiter zu vermitteln. Ich denke aber, Lärm hat auch eine Tonalität. Es gibt Lärm, der stört, wo man eben nicht hinhört. Und Lärm, der aber interessiert, wo man vielleicht sogar reflexartig hinhört. Und ich denke, im Campaigning geht es gerade darum, eben diese Momente zu schaffen, wo die Leute hinhören und bereit sind, auch Informationen aufzunehmen. Kannst du da ein Beispiel aus der jüngeren Tätigkeit berichten, wo gerade jetzt du sagen kannst, da hat Lärm genutzt, um eine Message zu positionieren? Ich hoffe, keine Fake News. Nein, ich glaube eher die leisere Variante. Also ich denke, es gibt gewisse Themenfelder, von denen haben Sie genug gehört, da hören Sie nicht mehr hin. Wenn man das Stichwort Klimapolitik hat zum Beispiel, Nachhaltigkeit, das sind auch so politische Themen, die ein bisschen, verbraucht sind. Und ich habe bei einem Projekt mitgemacht, das heißt Klimaseniorin.
Dort geht es darum, dass erstmals das Thema Klima und Gesundheit zusammenkommt und eben ein neuer Player im Spiel ist, eben nicht irgendwie eine große Organisation, irgendeine Partei, irgendein Verband, sondern konkret Betroffene. Und das sind jetzt über 500 ältere Frauen, die sich in diesem Verein engagieren. Und das ist, war auch sehr lärmig, medial, und funktioniert auf Social Media auch sehr gut, hat aber ganz eine andere Tonalität. Und die Frauen waren dann beispielsweise auch, und das ist ein bisschen Aktivismus am WEF, und haben Global Earth Cookies den WEF-Teilnehmern verteilt, um sie auf das Thema hinzuweisen. Natürlich ging es nicht darum, den WEF-Teilnehmern irgendwas zu erzählen, wir hatten eh keine Zeit, sie auch nicht. Es ging darum, aber eine Geschichte zu erzählen, und die wird eben gerade auf den Social Media dann auch gehört, und das ist eine andere Form von Lärm. Sehr spannend, eigentlich Geschichten erzählen und da indem sie die Leute involvieren. Sie haben schon bemerkt, dass wir haben heute nicht dass die Form eines kontroversen Podiumsdiskussions, sondern wirklich eine Gesprächsrunde, und das ist, denke ich, auch so das Format, wo man diese komplexe Thematik auch besprechen kann. Das Zweite, ich möchte Markus Christen fragen. Avi Bernstein hat erwähnt, wie man Bots baut. Ist es nicht etwas unethisch, da quasi zu zeigen, wie man Atombomben baut und dann irgendwie das Gefühl haben, alle brauchen das nur für die guten Zwecke? Was sagst du aus ethischer Sicht dazu? Ja gut, ich meine, das ist eigentlich eine einfache Antwort. Natürlich ist es nicht gut, wenn man irgendwie quasi Leute böswillig manipulieren will. Man muss aber auch ein bisschen, das, ich sage jetzt mal, ein bisschen relativieren. Also einerseits, wir wissen ja historisch gesehen, das politische Geschäft, Elemente wie Propaganda und so weiter, das ist seit jeher ein Element dieser ganzen Geschichte. Also in dem Sinn ist das ja nicht wirklich neu. Es ist einfacher geworden. Das ist wahrscheinlich einer der Punkte, die es zu beachten gilt. Was mich weniger, also insofern, von den Bots habe ich nicht so Angst. Was ich vielleicht schwieriger oder problematischer finde, sind die, was wir zwar jetzt bei Stichwort Cambridge Analytica diskutiert haben, und wir wissen auch, dass so das ist ziemlich auch viel, auch Fake News, was die jetzt gesagt haben, Cambridge Analytica, aber unabhängig davon ist jetzt, glaube ich, die Idee, dass man ganz gezielt Leute ganz mit spezifischen Botschaften, sage ich jetzt einmal, wirklich tailored ansprechen will. Ich denke, da haben wir ein Grundproblem. Ich denke, was ist Politik? Oder die Aufgabe der Politik sind eigentlich Dinge von der individuellen Ebene auf die Public Sphere, also auf die allgemeine Ebene zu geben. Und wenn die Dinge, über die wir reden, für jeden anders aussehen, dann wird das eine Grundspannung wird da erzeugt über die Art und Weise, wie Politik eigentlich funktionieren sollte. Wir sollten ja eigentlich über das Gleiche reden. Also natürlich wird es jeder immer noch verschieden sehen und hat seine unterschiedlichen Ansichten. Aber wenn die ganze Kommunikation derart individualisiert ist, dass dieses Public-Element, um was es ja geht, was wir dann darüber entscheiden wollen, gar nicht mehr da ist, oder? Dann habe ich als Ethiker Bauchschmerzen. Ja, das, vielen Dank. Das verstärkt in dem Sinne auch diese subjektive Wahrnehmung, die wir alle dann noch stärker haben von den verschiedenen Dingen, die passieren. Das ist eine interessante Diskussion. Wir hatten eben schon ein paar Mal angesprochen, Cambridge Analytica. Du hast es auch auf deinen Folien erwähnt und hast mir aber im Vorgespräch gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Also das gibt es in dem Sinn gar nicht so, dass sie da verkauft haben. Stimmt das? Also man muss, glaube ich, differenzieren, was Cambridge Analytica geleistet hat am Wahlsieg von Trump, würde ich sagen, sind mittlerweile Fake News gewesen in diesem Artikel. Also jetzt ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz, die sich jetzt auch wieder durch neuere Enthüllungen von der New York Times und den Guardian gezeigt haben, waren die schon als Part involviert, aber sie waren mehr beratend. Es waren nicht mal eigentlich die Daten, die sie da in den Facebook-Werbeanzeigen-Manager eingeflossen haben, sondern die waren mehr beratend da. Ich denke, das war schon massiv übertrieben, aber das Problem der Personalisierung, und über das haben wir jetzt eben nicht gesprochen, ich habe mich eigentlich mehr auf die öffentliche Newsfeed-Zone beschränkt, das Problem der Personalisierung in der Werbezone, also in der Schattenzone bei diesen sogenannten Dark Posts, das wird bestimmt ein Problem werden in Zukunft.
Ich denke, die Personalisierung wird einfach zunehmen. Wir werden wahrscheinlich alle anders getargete Posts sehen, wahrscheinlich sogar in unserem Newsfeed selber. Wir werden vielleicht das auch immer weniger unterscheiden können. Und da findet eigentlich noch mehr eine Fragmentierung der Öffentlichkeit statt, noch mehr persönliche Realitäten, in denen jeder ein anderes Argument sieht. Und so wird natürlich auch, eben, wenn jeder einen anderen politischen Inhalt und einen Standpunkt sieht, wird eine Debatte verunmöglicht. Und das ist eben das, was ich als Gegenbeispiel mit diesen CivicTech-Projekten aufzeigen wollte. Wir befinden uns alle in einem Raum und wir reden alle vom selben, hoffentlich. Kannst du das, also das CivicTech, das wäre dann nur die guten Sachen, die da... Das ist die gute Seite. Also nein, ich habe jetzt auch mit verschiedenen diesen Unternehmen gesprochen und sie haben teilweise, also sie haben wirklich gute Intentionen und sie möchten wirklich Alternativen bieten und sie wollen es besser machen, aber sie haben teilweise, wie wir jetzt auch bei diesem Beispiel von MyVote gesehen haben, sie haben auch teilweise einen sehr reduktionistisches Politikverständnis. Also eigentlich braucht es die Politiker bald gar nicht mehr, weil wir haben ja die richtige Software und dann können wir auch gleich direkt im Parlamentarischen Rat abstimmen. Also sie haben teilweise auch sehr technokratische Utopien, vor denen ich jetzt auch warnen würde. Aber grundsätzlich so die Absicht, etwas Besseres zu kreieren, ist sicher lobenswert. Also dieses australische Beispiel, so das MyVote. Genau. Das ist, ja. Aber das muss ja dir gefallen, Avi, oder? Ist quasi die Informatik dann letztlich, das möchtest du ja eigentlich, dass man dann so steuern kann, was die Politiker da drücken müssen? Ja, zynisch gesagt, braucht es ja die Stimmbürger nicht mehr. Wir lernen das, was entschieden werden muss. Und dann sollen die Bots Politik machen. Entschuldigung, das war jetzt wirklich zynisch gesagt. Nein, also ich glaube, wir müssen verstehen, was wir haben, sind Mechanismen, die verschiedene Meinungen koordinieren und aus diesen Meinungen versuchen, eine Lösung zu erarbeiten, die dann nachher, mit der wir dann nachher leben müssen, oder? Und etwas, was wir aus der Forschung wissen, ist, dass nicht jedes Koordinationsverfahren für jedes Problem sich eignet, oder? Diese Debatten müssen verschiedenartig stattfinden und ich will jetzt nicht einfach sagen, die totale Ausschaltung des Politikers und einfach da jede Frage mit allen abstimmen ist das Richtige, überhaupt nicht. Es gibt sicher Fragen, wo das nicht gut ist, oder? Und deshalb absolut nicht mein Traum. Okay, ja genau, das war auch ein bisschen zugestiegen. trotzdem, aber ernst gemeint, es gibt jetzt seit kurzem eine Initiative von Informatikern, die auch fordern, ethische Regeln für künstliche Intelligenz, also quasi, was sollen die machen, was nicht. Sind da nicht eben auch, also ganz ernst gemeint, die Informatiker, die eigentlich das Ganze bauen können, so wie die Physiker die Atombombe bauen können, jetzt mal vereinfacht gesagt, auch die Informatikerinnen und Informatiker heute, eine gesellschaftliche Verantwortung, müssen nicht auch ethische Regeln befolgen? Absolut. Du rennst bei mir offene Türen. Ich bin Mitunterzeichner dieses Manifests. Ich denke mir, was ist das für ein Manifest? Das wurde gelauncht von... Google it. Es wurde, Entschuldigung für den Ausdruck, oder DuckDuckGo, jetzt sollte ich sagen, oder? Man muss ja die alternativen Suchmaschinen unterstützen. Das wurde gelauncht von der Künstlichen Intelligenz Forschungscommunity, wo die Leute gesagt haben, wir sollten Geld stecken in Überlegungen, genauso wie baut man KI-Systeme, die sich selber überprüfen, die überprüfbar sind, wo wir gewisse ethische Standards hineinpflanzen können, etc., etc., etc. Und ich glaube, das liegt das, aber das ist nicht neu mit der Informatik. Das haben wir in jeglichen technischen Entwicklungen, dass diese technischen Entwicklungen unsere ethischen Meinungen widerspiegeln. Nur um ein Beispiel zu geben, und dieses Beispiel macht sehr vielen Leuten Eindruck, weil wir das gar nicht wahrnehmen, oder? Der Airbag, oder? Wir halten nicht jedes Mal eine Volksabstimmung darüber ab, ob er jetzt explodieren soll oder nicht in einer Unfallsituation, sondern der explodiert einfach, oder? Und da meint man, da ist ein Ingenieur hingesessen und hat gesagt, was ist die optimale Explosionsgeschwindigkeit dieses Airbags, dass die Leute möglichst gut überleben, und that's it. Das ist eben nicht so, oder? In den USA explodiert er in einer anderen Geschwindigkeit als in Europa. Warum? Weil wir uns eine soziale Debatte geführt haben, ich weiß nicht, wurde einfach geführt, oder? In den USA muss man auch die Leute mitretten, die nicht angeschnallt sind. Also es ist ein sozialer Entscheid, da wurde ein Entscheid getroffen, wer soll gerettet werden und wer nicht. Also wir in Europa sagen, die nicht angeschnallt sind, selber schuld, oder? In den USA wurde gesagt, nein, die muss man mitretten. Das führt dazu, dass mehr Leute verletzt werden durch die Airbags, weil die so schnell explodieren, dass wenn sie zu leicht sind, dann verletzt sie das.
Und da wurde also ein sozialer Entscheid getroffen und das wurde in Technik gegossen. Und ich glaube, was wichtig ist in dieser ganzen Debatte, wir müssen diese ethischen Fragen stellen und sie dann in die KI einbauen oder in jegliche Technik, in die Airbags, genauso wie in das intelligente System. Vielen Dank. Da führt mich die nächste Frage quasi zu dir. Was sagst du jetzt als Profi-Ethiker? Welche Algorithmen sollten wir da verwenden? Ich muss da vorausschicken, dass ich ja vielleicht ein Non-Standard-Ethiker bin. Also wir machen viele empirische Geschichten. Also wir bauen Computerspiele, um ethisches Verhalten der Leute zu messen, zu beeinflussen, auch ganz schlimm. Wir sind daran, uns zu überlegen, wie man Algorithmen tatsächlich bauen kann und die in sehr schnellen Entscheidungssituationen sogenannte ethische Entscheidungen fällen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, da sage ich, vom Elfenbeinturm sage, oh nein, das geht also gar nicht. Ich denke, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, weil es ist nicht nur einfach so, dass diese Technologien beeinflussen uns als ethische Wesen. Und wir müssen, statt uns quasi davon abzukoppeln, zu wissen, wie genau funktioniert das. Also so gesehen ist das, denke ich, richtig. Aber ich denke, es gibt einfach ein paar wirkliche Stolpersteine. Man kann das auch schön illustrieren bei einem Problem, das man heute ja stark diskutiert, autonome Autos, oder dann irgendwie hier 3 Kinder und da 5 alte Leute, wohin soll das Auto fahren? All diese sogenannten Dilemmas, oder, die man jetzt da quasi sich überlegt, oder, und was wollen, was ist das Richtige und das Falsche? Aber der Punkt ist, wenn wir so beginnen, Ethik zu verstehen, okay, wir müssen einfach zählen und jedes Element hat einen klar definierten ethischen Wert, dann haben wir natürlich schon eine Reihe von relativ heiklen Entscheiden getroffen. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, dass wir Leuten ethischen Wert geben, oder? In bestimmten Kontexten machen wir das, aber in anderen haben wir das Gefühl, nein, das dürfen wir sicher nicht. Und wir könnten, wenn wir quasi so beginnen, über Ethik nachzudenken, zunehmend Ethik so zu sehen, okay, jedes hat ein Label, oder? So viele Likes, oder Ethik Value. Und dann wäre es dann in der Tat ein Algorithmus, der das entscheiden könnte. Und das ist eben eine Denkweise, wenn die überall quasi sich verbreitet, dann haben wir, denke ich, wirklich ein ethisches Problem. Für das Airbag-Beispiel macht es Sinn, es so zu sehen, oder? Aber es gibt andere Beispiele und schon wahrscheinlich schon beim autonomen Fahren, wo das wahrscheinlich eben nicht Sinn macht. Vielen Dank. Du hast ja eine Plattform geschaffen und mitgegründet, WeCollect. Und vielleicht kannst du dich nachher kurz vorstellen, aber auch hier die Frage eben, habt ihr da Spielregeln, welche Anliegen ihr die Plattform zur Verfügung stellt und wo nicht? Also wie entscheidet ihr da, was gut ist und was schlecht für WeCollect? Und was ist das überhaupt? Du spielst jetzt den Ball für die kleine Werbesendung. Ich verzichte schnell drauf, weil mir ist es ein Anliegen, etwas anderes zu sagen. Politisches Framing. Sie kennen das Wort, das ist auch gerade in den Medien sehr aktuell. Wir reden von Bots als Atombomben, wir haben das Airbag-Beispiel. Ich sehe es ein riesiges Problem, dass die digitale Demokratie in diese Framings reingedrückt wird. Weil WeCollect ist auch eine der Civic Tech, sozusagen Schweizer Initiativen, um genau die Chancen der digitalen Demokratie auch zu sehen. Und meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht nicht gehabt in der Staatskunde, aber Demokratie hat ein Preisschild. Als Campaigner weiß ich ganz genau, wie viel es kostet, eine Initiative zu sammeln, ein Referendum zu gewinnen nicht, aber zumindest zu sammeln. Jeder Wahlkampf, das kennen Sie als Politiker sehr gut, auf welcher Ebene, in welcher Liga man spielt, hat Kosten. Und Social Media hat diese Spielregeln und vor allem Facebook extrem verändert. Und man kann die negativen Seiten betonen, man kann aber auch sagen, die Demokratie ist durchlässiger geworden. Wenn es gelingt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, eine Message zu haben, eine Dringlichkeit zu haben und die Leute auch zu überzeugen und Vertrauen auszustrahlen, also ich finde das auch ein wichtiger Wert. Also in der Demokratie ist das Vertrauen extrem wichtig und Fake News ist ein Hochrisikospiel. Also man kann Argumente dehnen, das wissen Sie, oder? Pro, Contra. Aber Fake News ist in der Schweizer Demokratie ein Hochrisikospiel, weil man sich auch kennt. Und darum jetzt hier die Lanze gebrochen, auch um mal das Thema ein bisschen anders zu framen und von den Chancen zu reden. Und ich denke, wenn wir jetzt auf der Kostenseite schauen, und ich finde die politische Ökonomie in der Schweiz immer sehr wichtig, weil die immer unter den Teppich gekehrt wird, wenn es um Politik geht, dann haben wir eine dramatische Veränderung der Kosten. Ich gehe davon aus, dass man jetzt bei der Initiative und Referendum würde ich jetzt behaupten, dass
im Online-Bereich das etwa fünfmal weniger kostet, zu einer Unterschrift zu gelangen als vorher. Und das ist eine dramatische Veränderung für Netzwerke, die Politik machen wollen. Und dann, wenn man es noch runterbuchstabiert auf regionale oder kantonale Ebene, hat das noch viel größere Auswirkungen. Und wenn wir ein Bild davon haben, dass Demokratie Partizipation ist, wo man sich ins Spiel bringen kann und man verliert vielleicht, aber man hat sich ins Spiel gebracht, dann haben diese Technologien jetzt in den letzten paar Jahren schon spürbar relativ viel verändert und ich finde zum Guten. Genau, das ist ja eigentlich die Hauptfrage von diesem Podium. Digitalisierung der Politik, Chance oder Ende der Demokratie. Wir werden diese Fragen noch weiter wälzen. Vielen Dank für die ersten Statements. Ich hätte noch 1000 weitere Fragen, aber ich würde jetzt trotzdem mal die Chance ergreifen, oder ergreifen Sie die Chance, besser gesagt. Wenn Sie Fragen, Kommentare, Hinweise haben, wäre das jetzt der Zeitpunkt, etwas zu sagen. Jürg, möchte was sagen? Moment, schnell, das Mikrofon kommt. Damit wir das alles aufzeichnen können in der digitalen Welt. Ja, vielleicht anschließend an den letzten Kommentar, was mir in den Vorträgen so ein bisschen gefehlt hat, ist die empfangende Seite, also der Mensch. Und bei mir kam das so ein bisschen an, es ist so ein passives Menschenbild, das ist es ja nicht. Wir hatten früher schon, selektive Prozesse, also ob ich den Tagi gekauft habe oder die NZZ hat etwas über meine politische Einstellung gesagt. Wie schätzen Sie das ein? Sind das heute verstärkte Effekte bekannte Effekte, die sich heute einfach sehr, sehr viel schneller multiplizieren? Oder kommt ein neues Element dazu? Also ich würde sagen, ersteres ganz klar. Also es wurde... Ich glaube, gerade bei Facebook, das wurde natürlich auf einen menschlichen Impuls aufgebaut. Und zwar, ich vernetze mich damit, dem ich zustimme. Ich interagiere damit, mit dem ich zustimme. Das ist eigentlich ganz anthropologisch einfach erklärbar. Und so etwas gab es in dieser Form halt einfach in der Technologiewelt nicht. Aber ich glaube, es ist ganz klar einfach auf diesem Impuls aufgebaut. Und deswegen, ob jetzt diese Echo, ich glaube, über das ganze Internet gesehen, leben wir nicht in einer Filterbubble und in einem Echo-Kammer-Effekt. Aber einfach spezifisch jetzt in Facebook, so wie es konzipiert ist, wie es aufgebaut ist, der Konzern hat ein Interesse daran, dass wir eine sehr hohe Verweildauer haben. Und wann haben wir eine hohe Verweildauer? Wenn wir Inhalte sehen, die wir mögen, wenn wir mit den Leuten interagieren. Und ich glaube einfach, es ist eben zu dieser Kritik mit dem Passiv, das glaube ich schon, wir sind nachdenkliche Menschen, die uns auch Gedanken machen, was wir sehen, aber es ist ja kaum so, dass die meisten User auf Facebook sich selbst sagen, so, jetzt möchte ich mal das Gegenteil von meiner Weltsicht lesen. Und hier auf Facebook, jetzt suche ich mal danach. Ich glaube eben, also da bin ich vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube nicht, dass man das aktiv, es sei denn, Sie sind Journalist und abonnieren wirklich alle Fanpages und Twitter-Profile von AfD bis zu CDU, FDP, dann würde ich schon glauben, dass das funktionieren würde, aber so tickt meiner Meinung nach der Mensch nicht. Kann ich vielleicht auch kurz kommentieren? Ich würde jetzt beide Ihre Aussagen bejahen. Es ist sowohl eine leichte Veränderung wie auch eine völlig neue Veränderung, die auf uns zukommt. Was wir natürlich haben ist, vorher war es, was war es, der Tagi, der Blick, die NZZ als Zürich-zentrierter Mensch, oder? Und sonst noch ein paar andere Zeitungen, die inzwischen alle entweder einer dieser Firmen oder ein paar wenigen anderen Firmen gehören. Das war vorher nicht so. Aber natürlich eine riesige Fragmentierung über diesen Longtail. Und ich muss jetzt nicht irgendwie Longtails diskutieren, aber wir können es uns heute leisten, sehr, sehr viele mehr Geschmäcker sozusagen individualisiert zu bedienen. Und das ist nur der erste Effekt. Oder? Die meisten dieser Veränderungen haben mehrere Effekte, die darauf folgen. Oder daraus, dass es billiger wird, das zu machen, machen wir es mehr. Und dadurch, dass wir es mehr machen, können wir neue Dinge machen, die wir vorher nicht machen konnten. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist das? Weiß ich es nicht, dann hätte ich wahrscheinlich ein Startup, das das machen würde, in gewissen Bereichen. In anderen Bereichen weiß ich es sehr wohl, oder? Also wenn Sie mich nach meiner Forschung fragen, dann sage ich, die Tatsache, dass ich mit so vielen Leuten, die gleichgesinnt kommunizieren kann, verwende ich dazu, um sehr viel mehr mit denen zu kommunizieren, die gleich wie ich denken. Das heißt, ich kann heute mit Informatikern, die genau meine Thematik bearbeiten, in der ganzen Welt sprechen. Es muss nie
meinem Kollegen sprechen, der ist Software-Ingenieur, um Himmels Willen Software-Ingenieur, den interessiert, wenn man Software baut. Das heißt, ich kann viel mehr mit Gleichgesinnten sprechen. Das mache ich viel intensiver und auf einmal mache ich neue Dinge. Also ich kann dadurch, dass ich sehr viel mehr davon mache, neue Methoden herausfinden, wie ich etwas mache. Und an diesem Punkt sind wir, wo diese Veränderung kommt. Einfach um das analog zu sagen, der Verfall der Transportkosten hat dazu geführt, dass wir aus den Städten gezogen sind, oder? Als erstes. Und dann hat es dazu geführt, dass wir auf einmal neue Koordinationsmethoden gehabt haben. Und heute, ich weiß nicht, vormittags rase ich nach St. Gallen und nachher nach Bern und dann bin ich in Lausanne. Und ich kann auf einmal Organisationen haben, die völlig anders sind. Und bald machen wir Telecommuting und auf einmal habe ich eine verteilte Organisation. Also ich habe völlig neue Formen, die ich machen kann, weil ich erstens den Preisverfall hatte und zweitens die sekundären Effekte. Also ich kann sehr viel mehr davon machen und dann kommen die tertiären Effekte. Und wir sind heute am Punkt, wo wir in diese sekundären Effekte reinkommen, was die tertiären Effekte sind, das weiß ich nicht. Aber um das geht es. Wir müssen uns heute überlegen, wohin könnte die Reise da gehen. Entschuldigung, das ist so theoretisch geworden. Du bist auch Professor, du darfst das. Okay, danke. Jawohl, weitere Frage, Kommentar? Was mir zum Teil in der heutigen Kommunikation etwas Sorge bereitet, ist die Menge der Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit, in der Social-Media-Benutzer entscheiden, ob was gut oder schlecht ist. Ich habe manchmal das Gefühl, früher wurde noch 5 Minuten überlegt, bevor ich meine Unterschrift auf ein A4-Blatt gegeben habe. Heute geht das in einer Zehntelsekunde. Mir gefällt das Bild, die Headline, ich unterschreibe das mit Like. Ich bin überzeugt, dass auch dem Herrn in Amerika dieser eine Satz «Make America Great Again» enorm viel gebracht hat, ohne dass hintendran irgendwo Substanz war. Die Leute entscheiden viel mehr aus Gefühlen heraus als aus sachlichen Argumenten heraus. Und das müssen wir auch in der Politik beachten. Also eher Ende der Demokratie. Also die Rückfrage wäre, warum haben Sie das Gefühl, dass Geschwindigkeit ein Problem ist? Weil ich denke, die Leute können sehr genau unterscheiden, ob sie etwas liken. Das heißt, ich mache es auf dem Facebook-Stream sichtbar für meine Freunde, dass ich etwas gut finde. Ich habe es noch nicht geshared, nur geliked. Ich kann auch kommentieren und noch meine eigene Meinung dazu geben. Ich frage auch immer, wenn jemand sagt, ja, digitale Demokratie, dann wird alles so einfach, Unterschriften, Initiativen, Referendum, Initiativflut, oder? Dann frage ich immer zurück, ja, haben Sie mal Unterschriften gesammelt? Wissen Sie, was es braucht, Sie oder Sie zu überzeugen? Da braucht es Vorwissen, Sie müssen schon davon gehört haben, Sie müssen überzeugt sein, dass das Thema akkurat ist, dass die Problemlösung auch noch irgendwie stimmt für Sie. Also dort bin ich eher, finde ich, würde ich eher in die Richtung gehen, die Leute sind nicht schlechter informiert, sie sind anders informiert. Und wenn jemand dann, wie jetzt bei WeCollect auf dieser Plattform, wo wir jetzt die kleine Werbensendung, die ich verpasst habe, jetzt 100.000 Online-Unterschriften gesammelt haben, Conversion Rate ist 50%, also 50% der Unterschriften liegt oft auf dem Tisch. Wenn Sie jetzt sagen, ja, die unterschreiben da auf dem Handy so schnell, oder, dann ist es nicht so, dass Sie einfach schnell unterschreiben, weil Sie haben schon davon gehört, Sie kennen die Organisation als Absender, Sie kennen vielleicht eine Person, die Ihnen nahesteht und Sie denken, ja, die Person, die kann das gut entscheiden, da mache ich auch mit. Und dann noch im Wissen darum, dass es ja nur eine Unterschrift für eine Initiative ist, die dann noch zur Abstimmung kommt. Also wenn man es so sieht, ich möchte es nur auch ein bisschen auflösen, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn Sie sagen, eben nur schon diese Verknüpfung von Likes und Unterschrift, die Sie jetzt so genannt haben, ich würde es nicht so sagen, dass Sie es gemeint haben und gesagt haben, Sie es so, das ist eben diese Verkürzung davon, wo es dann ein Gefahrenpotenzial geht. Klar, ich hätte auch ein Problem, wenn Sie jetzt innerhalb von 10 Sekunden entscheiden müssen, A oder B. Sie haben keine Information, Sie müssen aber jetzt entscheiden. Das wäre ein Problem. Dann haben wir so eine ethische Frage. Ich habe keine Information, ich muss aber entscheiden. Aber das Spiel funktioniert nicht so. Und das ist auch gut so. Ja, gemeint habe ich so, wie ich es gesagt habe. Und zwar auf eigene Erfahrung. Für ein größeres Projekt, kantonale Abstimmung, Umfahrung, hat es sehr viel Arbeit gegeben, 500 Unterschriften zu sammeln. Jeder, der unterschrieben hat, wollte aber wissen, wofür. Mein Sohn hat dasselbe auf Facebook gemacht. Er hatte innerhalb einer Woche 2000 Likes. Und weil er mal eine Zeit in den USA gelebt hat, waren die Hälfte der Likes für die Umfahrung Mellingen aus den USA. Hat mich schon etwas nachdenklich gestimmt. Darf ich noch mal präzisieren? Sie reden von Likes.
Sie reden nicht von einer Petition mit Unterschriften. Und auch wenn es möglich ist, zum Beispiel gehen wir zurück in die Schweiz, für eine Petition innerhalb von 24 Stunden 20, 30, 50.000 Unterschriften sogar, dass die Leute noch eine E-Mail-Adresse eintippen, hat das in unserem politischen System einfach eine sehr geringe Wirkung. Also es ist ganz klar, das Game bleibt das gleiche. Wenn man politische Agenda-Setting betreiben will, dann ist in unserem System, und das ist ja auch interessant, die direkte Demokratie mit Initiativen der Referenten interessant. Und dort behaupte ich aus meiner Praxis, ist sozusagen die Schwierigkeit, diese Unterschriften zu bekommen, schwieriger geworden. Ich glaube, niemand würde sagen, der das wirklich auch tut, der das auch Unterschriften sammeln muss, es ist einfach geworden, an diese Zahlen ranzukommen. Gut, ich finde es eine sehr spannende Diskussion. Wir gehen langsam dem Ende zu. Gibt es gerade noch eine letzte Frage oder Kommentar? Sonst würde ich mir, ja, Simon, noch eine letzte für Simon Schlaueri. Sonst möchte ich Sie nicht vom Dessert länger. Wenn es doch eine Gelegenheit für eine letzte Frage gibt, dann nutze ich die, danke. Die Frage ist vielleicht, wir haben jetzt viel gehört über Instrumente, wie man vielleicht am politischen System oder das politische System wieder ein bisschen einmieten könnte, wenn man die Probleme, die entstanden sind mit Fake News etc. lösen könnte, Ansätze technischer Natur. Die Frage ist, wird das auch Erfolg haben, beziehungsweise gibt es vielleicht Ideen, wie man diese Tools, die da jetzt gebaut werden, mainstreamfähig machen könnte? Oder vielleicht nochmals anders, hat eine Plattform wie Facebook vielleicht ein Interesse daran, solche Tools zu integrieren irgendwann? Adrian, unsere Facebook-Spezialistin. Danke schon. Also zum Zweiten, das bezweifle ich. Zum Ersten nochmal kurz, also diese Tools, eben das ist ja ein bisschen das Problem. Das ist, schlussendlich interessiert das sehr viele hoch gut ausgebildete, qualifizierte, digital affine Bürger, die auch noch Zeit haben, dauerhaft an einem Thema dran zu sitzen und mitzudiskutieren und Vorschläge einzureichen. Das ist wirklich auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, halt auf die kritische Masse. Dann auch meistens noch am Anfang, also beispielsweise der Bürgerhaushalt, das ist ein Instrument in Deutschland, das sich sehr etabliert hat. Da können die Bürger in den Kommunen über die Haushalte, über einen großen Teil mitentscheiden, digital und auch offline. Auch da am Anfang immer ein sehr hohes Interesse, und wenn da nicht gerade die Verwaltung und die Regierung in Aussicht stellt, dass sie diese Themen gleich umsetzt oder auch gleich oder auch die Ressourcen zur Verfügung stellt, dann flacht mit der Zeit eben auch das Interesse ab. Also das sind alles, es sind ganz viele kritische Faktoren, wie man die Leute dran behält an diesen Tools und an diesen Apps und an diesen Software, an diesen neuen Anbietern. Ich denke, es wird eine große Herausforderung sein. Und ich denke, es hängt maßgeblich davon ab, gibt es prominente Fürsprecher, sitzt jemand in der Regierung, vor allem jetzt in der Lokalregierung, die auch einen Effort leisten in Sachen PR, in Sachen Marketing und sagen, hey, das ist wichtig, mach da mit, wir möchten euer Votum haben. Das sind alles solche Faktoren, die eine große Rolle spielen, und das Budget. Und zum anderen eben, ich glaube nicht, dass ein privater börsenkotierter Technologiekonzern für die Demokratie oder ein großes Interesse an dem Erhalt der Demokratie hat. Also ich glaube, es geht in erster Linie wirklich darum, dass die Leute lang auf der Seite bleiben, dass sie im Ökosystem Facebook drin bleiben, ob das jetzt im Messenger ist, ob das jetzt auf WhatsApp ist oder im öffentlichen Netzwerk. Und egal, was es braucht, die Medieninhalte waren jetzt gerade mal eine gute Phase. Was morgen kommt, wissen wir nicht. Ich glaube nicht, dass das das ureigene Interesse ist, um an der Wall Street gut zu performen, dass es die Demokratie ist. Ja, vielen Dank für diese spannenden Thesen. Wir haben noch Zeit für eine letzte Runde. Wir haben, wie gesagt, uns als Parlamentariergruppe Digitale Nachhaltigkeit überlegt, eben wie könnte man in dieser digitalen Welt nachhaltig unterwegs sein. Die Frage ist, ist Digitalisierung der Politik eine Chance oder das Ende der Demokratie?
die Schlussrunde. Für jeden noch einen Satz, so wie in der Arena, aber zu einer relevanten Schlussfrage. Genau, darf ich dir, Markus, das Wort geben? Mehr als ein Satz, oder? Ich mache jetzt doch einmal ganz kurz den Zeigefinger vom Ethiker. Also auch meine Rolle, aber viele dieser Tools, du hast also gesagt, kommen mit dem Versprechen, es machen die Dinge einfacher, effizienter, schneller, bla bla bla. Ich denke, das ist ein Problem. Ich denke, manchmal ist es gut, aber ganz elementar, was macht, gibt den Dingen Wert? Es ist die Zeit, die Leidenschaft, das Engagement, die Lebenszeit, die wir investieren in Dinge. Wenn wir Dinge einfacher machen, verlieren sie an Wert. Wenn wir es einfach machen, Text zu schreiben als Briefe, dann verliert der Text an Wert. Deshalb ist es so einfach, überall diese Kommentare zu lesen, das und jenes und sie. Ich übertreibe es natürlich. Aber da gibt es einfach ein Problem, denke ich. Ich denke, wenn wir die Dinge zu einfach, zu effizient machen, dann verlieren sie an Wert. Und ich denke, dass es dem politischen System nicht gut tut, wenn es zu schnell und zu reibungslos geht. Und wenn die Digitalisierung das erlaubt, dann sollte man in diesem Bereich die Bremse ein bisschen anziehen, denke ich. Vielen Dank für den Zeigefinger. Ja, ich glaube, du sprichst für mich einen sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, die digitale Demokratie oder auch die Digitalisierung der Politik, wenn man es noch größer will, braucht eben einen Wert und eine Leidenschaft und eine Zeit von Menschen, die dort investieren. In der Schweiz, und das tut mir leid, das oft zu sagen, ich kenne nicht so viele Leute im Parlament und in der Verwaltung, die sehr viel Leidenschaft und Zeit in dieses Thema investieren. Und eben auch in der Form, dass es Chancen hat, eine Zukunft bietet und die das Feuer entfachen, dass man Reformen will, Veränderungen und diese Ideen, wie du Adrian auch das beschrieben hat, eben nutzbar macht. Und das wünsche ich mir. Und vielleicht braucht es das, und das ist vielleicht der Schlusspunkt, vielleicht braucht es irgendwann eine Volksinitiative für digitale Demokratie in der Schweiz, damit die Debatte wirklich beginnt. Okay, spannende Diskussion. Ich glaube, dass die Digitalisierung der Politik vor allem sehr viele Chancen bietet. Sie hat auch in der Vergangenheit, ich habe jetzt ein bisschen zu kritisch über Social Media gesprochen oder über Facebook, wie es Daniel vorher gesagt hat, es hat sehr viel Agenda-Setting gemacht, es hat Anliegen, Hashtag Black Lives Matter, Hashtag Aufschrei, es hat sehr viele Themen auf die Agenda gebracht, auch von Minderheiten oder von Diskriminierungen, die wir vorher nicht gekannt haben, also das muss man auch sagen. Doch ich glaube, es braucht ein größeres, die digitale Demokratie muss wie dezentraler sein, es braucht ein größeres Ökosystem von verschiedenen Netzwerken für verschiedene Zwecke. Das kann sowohl Facebook sein, aber das müssen auch neue Netzwerke sein. Und ich glaube, je mehr wir haben, je dezentraler, desto besser für die digitale Demokratie. Weil so wie die jetzt, sag ich mal, wie der Monopolplayer Facebook gebaut ist und so viel Zeit wie der frisst und so viel Zeit, wie wir darauf verbringen, ist das langfristig gesehen nicht gut. Aber ich glaube daran, dass Digitalisierung etwas Positives ist. Sehr gut. Vielen Dank für das Optimistische. Ja, also ich glaube, es gibt hier zwei Seiten. Markus, herzlichen Dank für den Steilpass hier. Ich denke, es ist immer wichtig, sich zu überlegen, wann es gut ist, langsam zu sein, wann es gut ist, schnell zu sein. Wir wissen, dass Systeme, dynamische Systeme, die keine Bremswirkungen haben, beginnen zu oszillieren. Entschuldigung, das ist nicht gut, wenn die Dinge beginnen zu oszillieren, dann landen wir nämlich nicht bei Lösungen, sondern wir flitzen um Lösungen herum und landen nie. Und deshalb ist Bremsen häufig gut. Die Frage ist, wo wir bremsen sollen. Weil das, was geschieht hier, ist nicht, dass alles schneller wird. Es werden gewisse Dinge schneller und gewisse Dinge werden möglich, die vorher nicht möglich waren. Und ich bin jetzt überzeugt davon, dass genauso wie es bei der industriellen Revolution war etc., dass wir jetzt gewisse Dinge billiger machen im Sinne des Investments der Zeit und mehr Zeit aufwenden für andere Dinge. Und ich glaube, darin liegt die Lösung. Wir müssen uns überlegen, welche der Teile wirklich digitalisiert werden müssen, weil es eben nichts mehr bringt, das in der althergebrachten Art und Weise zu machen oder nicht mehr so viel. Und dadurch wird zeitfrei etwas anderes zu machen. Zum Beispiel können wir mit sehr, sehr vielen mehr Leuten gewisse Diskurse führen, als wir es vorher konnten. Richtige, echte Diskurse. Das ist dann halt komplexer, diese
Diskurs zu führen, weil das dauert immer noch Zeit. Denn für den Diskurs muss ich deine Meinung mir anhören. Ich muss nämlich zuhören und das dauert Zeit. Also ich denke mir, es ist eine Riesenchance, die Zeit da zu investieren, wo ein Austausch stattfindet. Darf ich noch ganz kurz ergänzen? Ich denke, bis wir diese neuen komplexen Prozesse umgesetzt haben, fände ich es ganz toll, wenn alle Politiker sich wirklich auch Zeit nehmen, am Tag auf ihre Tweets zu antworten und mehr zu interagieren, weil laut meiner letzten Auswertung machen das nach wie vor die jetzt da sitzen, nicht, das weiß ich, aber es machen nach wie vor sehr wenige Nationalräte und Journalisten übrigens auch. Ja. Gut, also mehr auf Tweets reagieren. Edith Graf Litscher gebührt das Schlusswort, aber zuerst denke ich mal ein großer Applaus für das Podium. Als, am Tag der Frau darfst du noch die Frau die Abschlusswort machen. Das letzte Wort, das ist wunderschön. Ja, besten Dank, sehr geehrte Gäste. Zuerst mal mein Dank an Sie, dass Sie sich den heutigen Abend freigenommen haben, um mit uns über die digitale Zukunft in der Politik zu diskutieren. Wir werden sehen, ob es uns Politikerinnen und Politiker nach den Wahlen 2019 noch braucht oder nicht. Besten Dank aber vor allem auch Ihnen, unseren Gästen, dass Sie hier waren für die sehr interessanten Referate und die Inputs. Aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt noch selber das Schlusswort halten kann. Also ich bin für Transparenz und der lebende Beweis, eben nicht nur zu 36%, ich bin kein Wunder. Ja, in diesem Sinn möchte ich nicht mehr länger werden. Wenn ich unsere Teilnehmendenliste anschaue, gibt es sicher an den Tischen auch noch sehr viel zu diskutieren. Und das Dessert wartet auch noch auf Sie. Sie werden wieder hören von Paul Digi, bevor wir jetzt alle hinter Twitter gehen und sofort antworten, genießen wir noch das Dessert. Und ich kann Ihnen, Herr Graf, auch bezeugen, hier drin sitzen sehr viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Draußen ist noch unser neuer Flyer von Paul Digi. Dort sehen Sie, wie viele Mitglieder das wir haben. Also auch im Parlament ist das digitale Zeitalter eingetroffen. Und in dem Sinne freue ich mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. Ich möchte ganz herzlich meinem Co-Präsidenten Franz Grütter danken für deine Begrüßungsworte. Dann möchte ich aber auch Matthias Stürmer ganz herzlich danken und Julia Schächtele dort im Hintergrund. Dank euch konnte dieser Abend heute durchgeführt werden und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch ein gutes Zusammensein, interessante Gespräche, Networken, Face-to-Face und anschließend dann vielleicht noch digital und ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. Besten Dank.